Für den Hintergrund spachtel ich zunächst Grün und Gelb ineinander. Man kann hier gut erkennen, welche Farbe zuerst Kontakt mit der Leinwand hatte, denn an der Stelle bleibt die Farbe jeweils die dominantere. Bei allem achte ich hier auf einen relativ dünnen Farbauftrag. Auf den noch feuchten Hintergrund trage ich dann etwas stärker Weiß auf. Dafür lege ich die Farbe mit dem Malmesser ab und ziehe sie mit dem flach gehaltenen Messer in waagerechten und senkrechten Zügen ineinander. Stellenweise kann man die Farbe mit einem steil gehaltenen Messer auch wieder mit der Schneide sozusagen abtragen und an anderer Stelle wieder neu ablegen. Hier sind auch viele andere Farbkombinationen durchaus einen Versuch wert. Noch bevor der Hintergrund trocknet, schreibe ich einzelne Textelemente mit einem Aquarellstift oder einem Bleistift in mein Bild. Und erst dann lasse ich alles hundertprozentig durchtrocknen. Mit meinem Schrägschnittpinsel gehe ich dann nacheinander in Magenta, Weiß und Violett und ziehe dann Blütenblatt für Blütenblatt in mein Bild. Der schräg geschnittene Pinsel erleichtert das Herausarbeiten der Form. Selbstverständlich wäre das auch machbar mit einem anders geschnittenen Flachpinsel, aber der Schrägschnitt macht es hier gerade für Ungeübte leichter, diese Form mit nur einem Pinselzug herauszuarbeiten. Das bedeutet also, einmal mit der Spitze ansetzen, runterziehen und dann den Winkel innerhalb der Bewegung verändern. Dadurch, dass ich sozusagen mehrere Farben gleich parallel verwende, entsteht schon so eine Art Licht- und Schattenspiel. Schattierungen ergeben sich ganz von alleine und das bringt immer so einen leicht abstrakten Charakter ins Bild. Eine andere Blütenform ergibt sich, wenn ich den Pinsel anders führe. Das heißt zum Beispiel zunächst in einem Bogen nach links und dann in einem Bogen auf der rechten Seite. Hier sieht man dann auch gleich schön die unterschiedliche Wirkung im Vergleich zu den Blüten auf der rechten Seite. Hier lohnt sich das Üben tatsächlich und das neugierige Ausprobieren, weil viele andere Varianten sind möglich. Mit einer Lackierwalze und sehr wenig Weiß, welches ich vorher auf meinem Papier auch nochmal auswalze, überarbeite ich dann den inzwischen vollständig getrockneten Hintergrund. Dabei beginne ich an den Bildrändern und arbeite mich ohne Druck zaghaft in die Bildmitte vor. Mein Ziel ist es also nicht, den Hintergrund vollständig abzudecken, sondern eine Art Transparenz zu schaffen. Dabei arbeite ich auch bewusst locker, stellenweise über die Blüten rüber. Mit einem kleinen Flachpinsel schlage ich dann noch stark wasserverdünntes Grün in den Hintergrund. Das Ergebnis bzw. wie die Sprenkel ausfallen, ist dabei abhängig von der Stärke der Verdünnung der Farbe und der aufgewendeten Kraft beim Schlagen des Pinsels. Für das Blüteninnere verwende ich ebenfalls den kleinen Flachpinsel und Schwarz. Dabei setze ich das Schwarz jeweils am tiefsten Punkt der Blüte an. Ziehe da rechts und links sozusagen ein Stück Kontur, streife den Pinsel auf der Palette dann ab für einen ganz trockenen Farbauftrag und verreibe das Schwarz weich nach oben, sodass es weich ausläuft. Ich wasche den Pinsel dann nicht aus, sondern reibe den wieder nur an der Palette trocken, nehme dann nur mit der Ecke ganz wenig Weiß auf und das tupfe ich jeweils zaghaft in das Blüteninnere. Dann wird die Farbe wieder abgerieben an der Palette und das Weiß noch ein bisschen weiter ausgetupft.
Im nächsten Arbeitsschritt zeichne ich die Blumenstiele bzw. Zweige mit Aquarellstiften in unterschiedlichen Farben. Hier kann man zwei Farben verwenden oder wie ich jetzt hier zum Beispiel drei. Ich arbeite dabei wirklich in kraftvollen und spontanen Linien. Zum einen, wie gesagt, die Zweige und dann ziehe ich aber auch noch manche freie Linien, ja, so wie kleine feine Verästelungen, noch mit ins Bild. Und das Ganze wird dann mit dem sauberen Pinsel und Wasser verwaschen. Hier ohne viel Ordnungsliebe, ganz ungleichmäßig, was wieder zum abstrakten Charakter des Bildes beiträgt. Hat man dann doch mal an manchen Stellen zu viel Farbe aufgetragen, kann man diese dann, wie man hier sieht, auch problemlos verwaschen und einfach in den Hintergrund hineinwaschen. Mit dem Schrägschnittpinsel und einer sehr hellen rosa Mischung aus Magenta und Weiß ergänze ich dann noch manche Blütenblätter durch einzelne Pinselzüge, was die räumliche Wirkung der Blüten nochmal unterstützt. Das mache ich nicht bei jedem Blütenblatt. Hier und da ganz nach Gefühl, so wie es sich ergibt, und da entwickelt man schnell ein Gespür für. Dann fehlen mir noch kleine schwarze Sprenkler innerhalb der Blüten, die das Ganze noch zusätzlich etwas auflockern. Wenn dann mal ein Missgeschick passiert ist, so wie hier, dann kann man das, solange die Farbe noch nicht angetrocknet ist, wieder leicht beheben. Wichtig ist hierbei nicht reiben, sondern nur wegtupfen. Ja, zuletzt kommt dann meine Schablone zum Einsatz in Kombination mit dem kleinen Malmesser und Leichtstrukturpaste. Mir kommt es jetzt nicht darauf an, die Buchstaben ganz ordentlich vollständig auszuspachteln, sodass diese Konturen genau und deckend auf dem Bild stehen, sondern ich möchte eine gebrochene, dezente Struktur auf dem Bild, die aber eben Wortfragmente, Buchstaben erahnen lässt. Das heißt, am Rand bin ich schon durchaus großzügig mit der Paste, werde dann aber zur Bildmitte hin jeweils etwas zaghafter und durchaus auch unordentlicher. Die Schablone nehme ich dabei dann ab und setze sie jeweils in den Ecken nochmal neu an. Hier kann man die Paste ganz vorsichtig, ganz nach persönlicher Vorliebe, Richtung Bildmitte arbeiten. Manchmal auch nur tupfen. Weniger ist da, manchmal mehr. Ich setze die Schablone meistens so an, dass die Bildränder innerhalb eines Buchstabens liegen. Auch hier bei kleinen Missgeschicken kann man, solange die Paste noch nicht trocken ist, die mit dem Malmesser nochmal wegziehen. Ja, und so sieht dann das Ergebnis im Querformat aus. Viele tolle Varianten sind möglich und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.